Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rom Total War 2 mit Rom und den verfrühten Angriff auf Armenien, Britannien und Mesopotamia. So, ich würde sagen, Militärausbildung. Jetzt könnt ihr halt nicht mehr angreifen, aber das ist Wurschti-Burschti. Wo bist du? Da bist du. So. Dann kommst du mal hier nach Asamosata. So, bam. Bam, bam. Dann scoutest du mal weiter. Dann mache ich mal mit denen Krieg. Die Tür steht euch offen. Doch wenn ihr über den Hof hinausgehen wollt, sprecht. Ja, Krieg. Oh, 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 okay. Oh, 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 oh. Das ist jetzt unpraktisch, dass Kusch wieder mit mir Krieg will. Das ist unpraktisch. Warte, dann kommt die erste Legion. Ha. Warte, ich scoute mal kurz hier. Okay, hier ist gerade noch niemand. Die hat halt auch nur eine 7er. Ding. Okay, du schipperst mal nach Alexandria. Du. Ja, okay, du brauchst noch zwei Runden. Du marschierst dann mal nach Diospoldes. Gut. So. Also, dann werde ich mal diesen Herrn in die Bobbes treten, oder? Noch nicht. Okay, gut. Ich habe Alzheimer irgendwie. So. Dann greifen wir mal die an. Das können wir automatisch machen. Weil der Endes ist auch nur eine Invasionsarmee oder Flotte. Und, ja, und ich habe eine Seeflotte. Gut, dann tanke ich hier mal voll. Und danach geht es nach Panagoria. So, du bekommst aber immer noch nichts. Nein, 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 du bist nicht von meiner Familie. So. Die sind immer noch. Was ist denn los? So, die sind immer noch. Was ist denn mit meiner Stimme los? Oh. Ah, oh, warte, darf ich die angreifen? Schon, ne? Ja, ich darf die angreifen. Gut, dann greife ich die an. Ja, kann ich einnehmen. Automatisch. Das ist halt auch das, also in der Mitte vom Spiel, am Anfang und in der Mitte ist es am schwersten. Und dann, ja, wenn man so einen Schritt gemacht hat, also eine gewisse Stufe erreicht hat, ist es ja, mehr oder weniger langweilig, weil man fast jedes Gefecht dann automatisch machen kann und der Feind weiß das auch, also der Feind versucht dann auch eben Klientelkönigtümer zu schließen, damit die halt noch überleben. Aber ja, jetzt sieht's schon mal interessanter aus, weil der ganze Osten ist jetzt gegen uns, was auch historisch korrekt ist. Und Beuer, ja, also mit Beuer, also ich werde hier jetzt die beiden noch einnehmen und danach werde ich schauen, was Beuer will. Ob die nochmal Frieden haben wollen oder nicht. So, Haushalt erwartet sich, bla 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 bla. Das ist ein gutes Haushaltsding. So, die bekommt was. Attentat 75%, also das ist halt einfach One-Shot. Der bekommt auch was. Der geht mal da rein und klaut. Cloud Money, Money, Money.
Nee, 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 nee. Fertig. Was ist mit der Stimme los hier? So. Gut. Da bin ich mal echt gespannt. Also, ja, vor allen Dingen bin ich gespannt, wie jetzt Saba ist. Also, ob die wirklich große Probleme machen. Vor allen Dingen, weil jetzt Bactrien und Kush nochmal mit mir verfeindet sind. Also, Kush war ja dreimal. Das Blöde ist bei Kush, ist, ja. Die hätte ich viermal besiegt und, echt, das gewinne ich. Ja, okay, also mit. Ja, okay, das ist eine Invasionsflotte und mit denen kann ich schon, wenn es gut läuft, also wenn es normal läuft, mache ich 3 platt. Wenn es sehr gut läuft, mache ich 6 platt und ich habe schon mal geschafft, 9 platt zu machen. Also, ja, da könnte ich eine Flotte komplett platt machen. Ja. Genau. Ja, so habe ich es mir auch gedacht, ja. Okay. Gut. Freilassen. So. Ja, stimmt, das hätte ich eigentlich ja zeigen können, wie man. Der Sturm hat lange genug geblieben. Lange genug? Das ist ja nicht mal eine Runde. Ich brauche noch Mesopotamia und danach kannst du nochmal kommen. Sorry. Ah, so sieht das aus. Ja, okay, das, da brauche ich gar nicht erst zu kommen. Stura hat er jetzt erobert. Aha. Nur aus einer Stadt. Nee, noch nicht. Ich brauche noch Armenien und danach kannst du kommen. Ah, da kommt eine Fullstack-Armee. Das ist interessant. Wir sind ein starkes Volk, versiert im Gebrauch von Reich. Ja, komm. Die haben mir auch 2-3 Mal angeboten, Klientel zu werden. Und einmal militärischer Bündnis. Ey, jetzt reizt aber. Hui. Das ist jetzt aber die Cherusker. Die Korea. Wo ist es? Ah, da ist es. Ihr steht tatenlos rum, während sich diese Zecken immer weiter festsaugen. Habt ihr etwa Angst vorm Krieg? Du weißt schon, dass sie. Ach so, mit denen bin ich ja noch nicht im Krieg. Ja, ja, aber du weißt schon, dass ich die jetzt platt mache. So. Gut. Rang erhöht, Veteran, Rang 6, Störung. Tradition eurer Siedlung verbreitet, wodurch kulturelle Differenz kommt. Das ist egal. Die sind stark genug. Wo, da. Okay. Da sind die Bäuer. Wie wär's, ne? Mit uns zwei. Ui. Altgeschworene. Das ist jetzt interessant. Gut. Yay. Legion 9. Oh, oh, oh. Oh, oh. Also am geilsten wäre es gewesen, wenn der einen Hinterhalt gelegt hätte. Ah. Aber was mich wundert, also Legion 9 habe ich ja letzte Runde schon erzählt. Vorletzte. Was perfekt gewesen wäre, wenn er einen Hinterhalt legt. Das habe ich glaube ich schon gesagt. Egal, was mich wundert ist, dass die krank sind und trotzdem so hoch gewinnen. Also die Eidgeschworenen sind halt übel.
die sind halt, ja, vergleichbar mit den gepanzerten Legionären. Nur die haben, glaube ich, mehr Schaden. Aber der hat keine Kavallerie, was mir zugute kommt. Ich habe aber zu viel Evocati. Gut, dann habe ich schon gespeichert, ich weiß nicht. Gut, wollen wir mal gegen die Boyer kämpfen. Die 9. Armee. Die 9. Legion, meine ich. Also ja, er hat eine Kavallerie, aber das ist seine Kaiserin. Was? Oh. Ah, Telefon. Okay, sorry. So, Nebel, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Trocken, das wollen wir. So. Gut, warte. Also, wir machen auf jeden Fall diese Aufstellung. Oh nein. Genau, die Gepanzerten kommen ganz vorne hin, ist ja klar. Das sind halt nur 4. So, dahinter kommt die Adlerkohorte. So, und Evocati kommt hier an der Seite. Die kommen hier hin. So, der kommt hier hin. Der General ist halt krass. Der hat Gruppe motivieren, wappnen, alles gut. So, die kommen da hin. So, hier sieht man schon einen Nahkampfangriff. Sind die Evocati sehr gut. Aber, ja, okay, jetzt die gepanzerten Legionäre auch, weil wegen dem Update. Aber Nahkampfabwehr sind halt die gepanzerten viel besser. An sich sind die relativ ähnlich. Okay, alles klar, wir können. Ich greife an, ne? Das heißt, ich muss angreifen. Ah, der hat sogar Barrieren gebaut. Aber nur durch den Wald, oder? Ja. Also hier ist sind keine Gruben oder so. Oh, Rehe und Hirsche. Aber ich weiß nicht, ob die. Ja, ob die das machen würden so. So aufs freie Feld zu gehen. Vielleicht heutzutage nicht mehr. Die sind doch eher so im. Ah, deswegen. Hier sind ganz viele Wölfe. Lustig, dass die nichts machen. das wäre mal lustig, wenn die Wölfe. Wenn die Wölfe gegen die Menschen dann gehen. Das ist cool, dass die jetzt weglaufen. Also realistisch. Wollen die Wölfe wirklich hier zu denen oder was machen die Wölfe? Naja, gut, also, sind alle frisch, alle begeistert, alle gut. So, dann werde ich mal anfangen, vorzumarschieren. Befehl verstanden! Equo! Report! Reitkampfbereit! Unwillig! Das Gute ist, jetzt habe ich selbst einen Schutz in meiner linken Flanke. Und kann quasi rechts aufrollen. Mit der Kavallerie passe ich dann auf, dass hier nichts aus dem Wald kommt. So, die müssen mal ein bisschen Gas geben. So. Im Namen Roms,
Was auch interessant ist, wenn man das Spiel auf Legendär spielt, dann kann man wirklich nur so weit sehen, wie die Einheiten wirklich sehen. Also da sind so Scouts, Kavallerie-Einheiten sehr wichtig, zum Beispiel. Steinschleuderer, ja. Jupiter, gib uns Kraft. Geschosse warten auf Ziele. Schnelles Marschieren. Wiederhol! Ethiop! Kavallerie! Des Mars. Ja, Kommandant. Mutige Römer, bis zum letzten Mann. Angreifende Schildkröte. Oh nein, nein. Das war schlecht. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bereitet euch Befehle? Auf den Aufbruch! Horadi! Beritten euer Tod! Bibla! Mutige Römer, bis zum letzten Mal! Jetzt mach den mal fertig. Ja. Legionäre! Elites! Kavallerie! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mutige Römer, bis zum letzten Mann. Legionäre! Okay. General! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General! Kavallerie! Kavallerie! Kavallerie!
Männer wanken. Bereit zum Einsatz. Eure Befehle? Evocati. Legio Parati. General, Legio, schnell jetzt! Den schafft ihr doch wohl. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Da kommt die Infanterie. Okay, das geht schon mal ganz gut. Ihr habt Befehle, mein Herr. Zum Ziel jetzt. Befehl vorrücken. Auf mein... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Römer, Nahkampftruppen erwarten Befehle. So, Kavallerie wieder zurück. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nahkampfinfanterie zu euren Dienst. Er gibt uns Kraft. Zu euren Dienst. Uiuiui. Ui. Bereitet euch auf den Aufprall vor. Evokat. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bis zum letzten Mann. Maltaco. Gut. Legatus! Durchbrecht die Linien! Kavallerie! Jupiter gibt uns Kraft! Nahkampfinfanterie zu euren Diensten! Evocati! So. Ja, aber ist auf jeden Fall keine einfache Schlacht hier. Legatus! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Und nochmal chargen. Jetzt. Gut. Das war heftig. Aber ich will den feindlichen General noch haben. Wir warten auf einen Befehl. Durchbrechen, der feindliche General ist tot. Sehr schön. So, und dann noch ein bisschen jagen. So. Also. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 sind geblieben. Ja, Verlust 1000. Ich habe genauso viele
vernichtet, wie ich aufgestellt habe. Das ist natürlich lustig. So. Gute Arbeit. Ja, jetzt hör mal auf hier. So, zwei habe ich verloren, einen Gepanzerten und einen Evocati. Na, krasse Schlacht. So, hier kann ich natürlich nichts ausbilden. Wie sieht's hier aus? Genau, einen Gepanzerten und... Ich mach mal zwei Gepanzerte, zwei... Ja, damit die Front stärker ist. Hier gehe ich einfach weiter. So. Der hat zwar was verloren. Also eine Einheit wurde genommen. Ah, hier Attentat bitte. Schön. Rang erhöht. Das gefällt mir. Hier machen wir mal das da und hier machen wir das da. Wobei, warte. Das da. 8 Runden, naja. Gut, hier 75%. Super, super. Genau, das da ist noch der feindliche Typi. Ja. Gut, dann hier mache ich mal das da so. Hier mache ich mal. Ah, ist schon normal. Krieg erklären. Unsere jungen Krieger. Sie werden niederkauern vor der Macht. So. Zwei, vier, sechs. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ja, passt. Gut. Die Siedlung wird belagert. Ah, da ist eine, ja noch einer. Da hinterhaltiere ich den mal kurz. Und dann komme ich wieder zurück. Das ist unmöglich. Wie lautet euer nächster Befehl? Steht zusammen. Ja, warum nicht? 65 ist das schon. Das heißt, hier, das kann ich auch wegmachen. Das kann ich auch wegmachen. Gut. 65. Also, manche werden sogar älter, also 75 sogar, oder... Weiß nicht, wo die Grenze ist. Aber es ist möglich. So, du. Mann, der hat die einfach aufgegeben. Sowas nervt. So. Gut. Wobei, hier können wir ja wirklich das machen. Weil Mesopotamia, wenn ich hier drüben bin, dann will ich nicht nach Dura zurück, um was zu machen. So, du kommst hier weiter. Du machst hier mal den Gewaltmarsch aus. Du kommst hier mal hinterher. Warte, hier mache ich mal einen Spion noch. Diese da. Gut. Dann kann ich hier eigentlich gleich weiter, ne? Und dann kommst du gegen den. Ich erwarte
du gehst mal. Ach, und das verliere ich. Warum? Den ramme ich weg. Gut, aber das würde ich sagen, machen wir erst die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.